Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live und bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Knepp, ganz Österreich ist schockiert aufgrund dieses wirklich sehr, sehr tragischen Mordfalls an der 13-jährigen Leonie und auch der Umstände, die dazu geführt haben und vor allem auch der politischen Fragen, die da jetzt aufgeworfen werden. Es ist relativ klar mittlerweile, dass zumindest einer der mutmaßlichen Täter, ein 18-jähriger Afghane, seit mindestens 2 Jahren hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn Ihrer Meinung nach politisch dafür verantwortlich? Lassen Sie mich eingangs mal bitte kurz noch eruieren, wie ich diese Sache sehe und wie ich das empfinde. Ich muss sagen, einerseits empfinde ich Trauer und mein höchstes Mitgefühl und auch Beileid der trauernden Familie und den ganzen Freunden, denn es ist fürchterlich, was da passiert ist. Und ich bin selber Vater von 2 Töchtern und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das auch emotional ist, wenn das mir passieren würde. Ich glaube, wenn man so auf diese Art und Weise, auf diese tragische Art und Weise ein Kind verliert und ein Familienmitglied passiert, ist es eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und andererseits empfinde ich aber auch Wut und eine tiefe emotionale Wut über das politische Versagen hier, das stattgefunden hat. Und es werden ja immer mehr Sachen, kommen jetzt ans Tageslicht und werden aufgedeckt, wie hier der Staat versagt hat und die politisch Verantwortlichen hier versagt haben, um diese mir fällt kein anderes Wort, denn diese 2 Bestien einfach aus diesem Staat rauszuwerfen und loszuwerden. Wenn man hört, dass die ja sogar noch von unserem Steuergeld durchgefüttert wurden, wo es Sozialhilfe gegeben haben soll, wo 60.000 Euro an die geflossen sind und wo auch hier eine Gemeindewohnung, eigentlich eine sozial geförderte Wohnung durch unser Steuergeld bezahlte Wohnung, wo man eigentlich denkt, das ist eine Leistung von Österreichern für Österreichern, dass das hier denen zur Verfügung gestellt wurde, obwohl man gewusst hat, dass dieser Asylgrund nicht tatsächlich wahr ist, obwohl man gewusst hat, dass die straffällig sind, dann darf man hier einfach nicht zur Tagesordnung übergehen. Und da frage ich mich schon, was ist hier los in Wien? Wir bekritteln das ja schon seit langem, aber da muss man ja den Herrn Ludwig als verantwortlichen Bürgermeister ja direkt fragen, wie ist denn diese Vergabe dieser Gemeindewohnung denn tatsächlich passiert? Man hört, der kann kein Wort Deutsch. Wie hat denn der überhaupt angesucht um so eine Wohnung? Wieso bekommt der so schnell als quasi Asylbetrüger eine Wohnung, die durch unsere Großeltern und Eltern finanziert wurden durch Steuergeld? Und österreichische Familien, die es wirklich benötigen und brauchen, die warten da jahrelang und bekommen keine. Und eines möchte ich auch wissen, und das muss man wirklich durchleuchten, und ich hoffe auch hier auch einen großen Beitrag durch kritische Medien, wie auch Ö24 ist. Die können kein Wort Deutsch. Die können sie nicht verständigen, kennen sie hier nicht aus. Und schaffen es aber dennoch, unsere Justiz zu papieren und ständig in Verfahren Einsprüche zu machen, Eingaben zu machen. Und dieses Verfahren, das eigentlich von Anfang an klar war, dass die dieses Land verlassen müssen, dass die dieses Verfahren so lange rauszögern können, uns als Staat papieren, da frage ich mich, wer hilft diesen Menschen, hier zu bleiben? Und das ist diese Asylindustrie, die ich meine, die trockengelegt und ausgeräuchert werden muss. Das sind Vereine, die sich nur darum kümmern, solche kriminellen Bestien hier in diesem Land zu lassen. Das sind die Vereine, die wir füttern mit unserem Steuergeld, wo jeder von uns brav einzahlt, wo die Stadt Wien und der Bund, egal ob das jetzt ist Rot-Pink in Wien oder Schwarz-Grün im Bund, diese Vereine, diese NGOs fördern, damit die dann diesen Menschen, die dann unsere Mädels dann, egal ob es niederstechen oder umbringen, dann unterstützen durch Dolmetsch, indem die bei Juristereien unterstützen, vor Gericht unterstützen, die denen die Eingaben vorschreiben und die Beschwerden gegen gewisse Urteile im Asylverfahren denen vorschreiben. Mir kann doch kein Mensch erzählen, dass einer, der nicht einmal Deutsch kann, der ist vielleicht überhaupt bloßhappert dahergekommen, der hat keine Bildung, der kann kein Deutsch, der will sich nicht integrieren,
dann unsere Justiz über Jahre lang beschäftigen kann, dass der nicht abgeschoben wird. Und da steckt eben eine Industrie dahinter, die gefüttert wird durch unser Steuergeld. Und da möchte ich von Anfang an wissen, welche Vereine haben diesen Typen oder diese zwei Typen oder vielleicht fangen jetzt den dritten an, unterstützt, dass die hier bleiben, ja, weil das Blut von dem Mord, das klebt an den Händen von den Personen, die es geschafft haben, solche Menschen über Jahre lang hinweg hier bei uns zu halten, ja, obwohl sie von Anfang an hätten abgeschoben werden gehört. Aber was läuft Ihrer Meinung nach schief im Asylsystem? Sind die Gesetze zu wenig scharf? Also muss man bei den Gesetzen nachschärfen? Braucht es einfach strengere Regelungen, um abschieben zu können? Oder wird es einfach nicht umgesetzt von der Justiz? Oder wird es, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, bewusst torpediert von Vereinen und findigen Anwälten? Na, einerseits wird es bewusst torpediert, andererseits lässt man sich auch bewusst torpedieren, weil es vielleicht politisch unangenehme Entscheidungen sind. Und da nutzt es nichts, wenn ständig bei so einem Fall dann der ÖVP rausgeht und dann sagt, na unglaublich, wir müssen weiterhin abschieben und wir brauchen einen Asylstopp. Ja bitte, die sind in der Regierung, die hätten das ja schon längst machen können. Wir hören seit Jahren vom Herrn Nehammer, ja, dass es geschlossene Grenzen gibt. Na, unter einem Herrn Kickl wäre das nicht passiert. Der hat es echt geschafft, die Grenzen zu schließen und zu schauen, dass jeder kontrolliert wird, der über die Grenze geht. Nicht umsonst gibt es ja quasi im Volksmund den Titel BIMATS beim Herrn Kickl, den besten Innenminister aller Zeiten. Wenn man sich den Herrn Nehammer anschaut, ist es der UIMATS, ja, der unfähigste Innenminister aller Zeiten, weil der redet die ganze Zeit davon, dass die Grenzen geschlossen sind. Und allein letztes Jahr haben wir 15.000 neue Asylanträge in Österreich. Ja, was ist denn das? Das ist ja, die Grenze ist ja offen und löchrig wie ein Schweizer Käse. Sie werden für einen kompletten Asylstopp eigentlich überhaupt keine Asylwerber mehr aufnehmen? Wenn man das Asylrecht richtig anwenden würde, dann gäbe es keine 15.000 Asylanträge. Die müssten ja direkt alle mit dem Flieger hierher kommen und sagen, ich betrete zum ersten Mal von einem unsicheren Drittland hier zum ersten Mal in Österreich, in Wien, Schwechat, das sichere Drittland. Und ich bin da und bitte Asyl. Ja, so etwas ist gedeckt vom Asylrecht. Aber nicht, wenn jemand sich von Afghanistan oder von Syrien tausende Kilometer durch sicheres Drittland durchbewegt und dann auf einmal die Grenze in Spielberg oder in Nikolsdorf oder sowas überquert und dann einfach hier ist und sagt, so jetzt bin ich da. Das kann es ja doch nicht sein. Da muss man doch endlich einmal die Gesetze exekutieren und nicht ständig jedes Mal, und mir geht das schon bis hierher, ja, kommt dann die politische Kaste von ÖVP, von Grünen, von NEOS, von der SPÖ und sagen, na hui, jetzt ist was passiert, wir sind einmal alle betroffen, wir trauern und ja, jetzt müssen wir reagieren. Und dann gibt es die zwei Arten, wie man reagiert. Es gibt die Lügenpartie der ÖVP, die dann ständig sagt, ja, ja, das werden wir jetzt ändern und das ist so und keine und mehr Abschiebungen und hin und her. Und tun seit Jahren lang nichts. Und dann gibt es noch die sich normalerweise über alles empören, die Linken, die NEOS, die Grünen und die SPÖ, die sagen, naja, das darf man nicht sehen, vielleicht waren ja die traumatisiert und vielleicht ist etwas schiefgegangen in der Integration und eigentlich sind wir Österreicher schuld. Und das ist einfach eine perfide Methode, wo jeder mit dem Problem einfach irgendwie umgeht, ohne es zu lösen. Und darum ist es so wichtig, jetzt endgültig einen Asylstopp zu fordern, dass niemand mehr über die Grenze einfach spazieren kann und sagen kann, hier ist Asyl. Da gibt es das dänische Modell, die haben das sehr gut gemacht, wo man sagen kann, wenn ihr Asyl wollt, bitte dann geht es in ein Konsulat in Afrika und sucht dort Asyl, dann wird das dort getestet, aber marschiert nicht tausende Kilometer oder kommt mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer und seid dann einfach hier. Und jeder, der dennoch hierher kommt, wird einfach beinhart zurück abgeschoben. Und so ein Modell braucht es endlich für Österreich. Und darum ist es so wichtig, dass endlich einmal wieder diese schwarze Partie wieder mal enttarnt wurde. Und man darf ihnen nicht wieder auf den Leim gehen, so wie die letzten Male, wo in Wiener Neustadt ein Mädel von einem Asylscheinbetrüger umgebracht wurde. Damals gab es die gleichen Lippenbekenntnisse und Lügen. Ja, ja, jetzt werden wir reagieren. Und jedes Mal, wo diese alte Frau vergewaltigt wurde von Asylwerbern, gab es auch damals die Geschichte, ja, ja, jetzt müssen wir reagieren. Jedes Mal heißt es, wir müssen reagieren und nie wird reagiert.
Ja, und irgendwann einmal reagiert das Volk und da verstehe ich den Zorn der Bevölkerung, dass man sagt, so geht es nicht weiter und wir veranstalten Demonstrationen vor dem Innenministerium, vor dem Bundeskanzleramt, damit endlich einmal diese politische Kaste aus ihren Elfenbeintürmen rauskommt, aus ihren Tintenburgen rauskommt und nicht ständig etwas verspricht und nicht hält. Die Frage ist ja auch, Herr Nepp, wie soll denn schneller abgeschoben werden? Vor Ihnen war gerade die Kanzleramtsministerin und auch Integrationsministerin derzeit, Caroline Edtstadler, bei mir im Studio und die hat gesagt, sie ist für Abschiebungen auch während laufenden Verfahren, wenn es ein erstinstanzliches Urteil gibt, wenn ein Einspruch eingebracht wird, dann soll trotzdem abgeschoben werden und sie sollen dann ihren Heimatländern sozusagen abwarten, ob ihnen Asyl zuerkannt wird oder nicht und sonst muss man sie wieder zurückholen. Wäre das Ihrer Meinung nach der richtige Zugang? Ich freue mich ja direkt, wenn ich das quasi höre von der Frau Edtstadler, nur genau das sind ja die Lippenbekenntnisse, wo ich meine, dass jedes Mal immer irgendwie was erzählt wird und dann wird nie reagiert und die Frau Edtstadler, mit Verlaub, war nie die hellste Kerze auf der Regierungstorte, die haben sie jetzt einmal wieder vorgeschickt, damit sie irgendwas da um und um erzählt, wie hart man jetzt angeblich durchgreifen soll. In Wirklichkeit gehört Folgendes gemacht, wer hierher kommt und um Asyl ansucht, ja, der bleibt in einem Asylzentrum so lange, bis beschieden wird, ob er hier bleiben darf oder nicht. Und wenn es einen negativen Asylbescheid gibt und er weigert sich zurückzugehen, dann bleibt er dort. Ja, dann schauen wir mal, wie lange es ihm da gefällt. Ja, das soll ja kein Luxushäfen sein dort, sondern da wird es einmal auf das Mindeste reduziert. Und dann schaut man, reist er freiwillig aus, ja, oder muss man ihn außer Landes bringen. Aber er hat sich hier nicht mehr aufzuhalten, frei und darf herummarschieren, Frauen belästigen, Menschen ausrauben oder im schlimmsten Fall jemanden umbringen. Nein, dort gehört eine Sicherungshaft, die gehören dort eingesperrt und es gibt zwei Wege. Entweder er verlässt diese Sicherungshaft freiwillig nach Hause oder er wird mit der nächsten Herkulesmaschine, sobald es möglich ist, außer Landes gebracht. Jetzt ist ja in diesem konkreten Fall noch ein zusätzliches Problem, zumindest bei einem der beiden Täter oder mutmaßlichen Täter, dem Jüngeren, der ist 16, das heißt, der ist minderjährig. Laut der Europäischen Menschenrechtskonvention darf oder kann man den ja nicht einmal abschieben. Ist diese Menschenrechtskonvention Ihrer Meinung nach ein Problem? Ja, da schaue ich mir mal an, ob der überhaupt 16 ist. Ja, ich kenne viele, ja, offiziell ist er 16. Ja, zwischen offiziell sein und in Wahrheit sein ist immer ein großer Unterschied. Und wenn ich mir oft anschaue, diese quasi unbegleiteten Minderjährigen, die dann hier bei uns auffällig werden, ja, die sind quasi 12 Jahre, 11 Jahre gleich alt wie meine Tochter, sind aber 3 Köpfe größer und haben so einen Rauschebart schon. Und da frage ich mich auch, warum es hier nicht endlich auch umgesetzt wird, dass solche Menschen, auch wenn es ihnen nicht gefällt, aufgrund eines Handröntgens analysiert wird, wie alt die sind. Es kann ja nicht sein, dass ein 30-Jähriger, und er ist vermutlich 30, wie es jetzt heißt, ein 30-Jähriger dann behauptet, er ist 16 und fällt unter irgendeine Konvention oder in ein Jugendstrafgesetz und darf nicht bestraft werden. Ja, so kann es ja auch nicht sein. Und da meine ich eben, da gehören immer zwei Seiten dazu. Einerseits die, die uns häkeln, aber auch die, die sich häkeln lassen. Und wir haben einerseits eine unintegrierbare Masse, die hierher gekommen ist 2015, die uns häkelt, ja, und eine schwache Bundesregierung mit Kurz und mit Kogler und eine schwache Landesregierung mit Ludwig und Wiederkehr, die sich häkeln lassen. Und da muss man endlich einmal durchgreifen. Die greifen aber nicht durch, sondern die wollen eher diese Menschen und Typen früher einbürgern. Erinnern wir uns 2 Wochen vorher, wo die gesagt haben, wir müssen das Staatsbürgerschaftsrecht ändern, dass Menschen nach 6 Jahren, die einen Aufenthaltstitel hier haben und hier sind, sofort eingebürgert werden. Ja, das ist ja all das, was wir bekritteln, wo die Menschen herkommen. Jetzt 2015 rechnen wir 6 Jahre dazu, 2021 haben alle einen gültigen Aufenthaltstitel, sind hier, passt, leiwand, SPÖ möchte diese Menschen einbürgern. Der Herr Ludwig möchte diese Menschen einbürgern, denen an Österreich Pass und eine Staatsbürgerschaft verhängen. Und das darf doch nicht sein. Denn genau diese Menschen wären ja auffällig. In Würzburg, der Somalier, der dort 3 Leute abgestochen hat und zum Glück ist nichts mehr passiert, war der gleiche Fall. Auch 2015 gekommen, 6 Jahre in Deutschland, der aufenthaltsberechtigt. Ja, und nach diesem Modell hätte der Herr Ludwig, unser SPÖ-Bürgermeister in Wien, solche Menschen und Mörder eingebürgert. Und darum gehört es hier überhaupt zu einer Verschärfung. Es darf keinen Rechtsanspruch geben, nach einer gewissen Zeit hier zu sein, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Man muss schauen, sind die Menschen integriert? Wollen die überhaupt Teil unserer Gesellschaft sein? Sprechen die unsere Sprache? Haben die unseren Wertekodex? Gibt es eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau?
Und erst wenn das alles erledigt ist, dann suche ich mir doch als Staat aus, gebe ich dem die Staatsbürgerschaft oder nicht. Aber es darf keinen automatischen Rechtsanspruch geben. Und darum gehört die Frist grundsätzlich verlängert, einmal auf 25 Jahre, damit man überhaupt sieht, ob sich diese Menschen, die sich jetzt auf den Weg machen, hierher über tausende Kilometer, die nicht die Absicht haben, hier Teil unserer Gesellschaft zu werden, die nicht die Absicht haben, hier arbeiten zu gehen, sondern die einzig und allein die Absicht haben, sich hier aufgrund von sozialen Futterdruck sich dadurch zu ernähren. Sie wollen, dass wir erst nach 25 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft haben? Dann schauen wir uns doch an, wie wir bevölkerungsmäßig gewachsen sind in den letzten 20 Jahren aufgrund durch Schnelleinbürgerungen. Und die Einbürgerung an sich ist mittelbare Bundesverwaltung, das machen die Länder. Und gerade in Wien unter einem Bürgermeister Ludwig werden so viele Menschen wie noch nie ganz, ganz, ganz schnell eingebürgert. Warum? Die alten Sozialisten sterben vielleicht dem Herrn Ludwig weg. Die Jungen wählen nicht mehr die SPÖ. Also holt man sich ein neues Wählerklientel daher, das man nach 6 Jahren einbürgert, dass man fleißig durchfüttert mit Sozialhilfe wie diesem Mörder, wo man dem eine Gemeindewohnung sofort gibt wie diesem Mörder. Das ist das Modell Ludwig, um sich an der Macht zu halten. Aber das ist für unsere Bevölkerung nicht gut, das ist für unser Land nicht gut und da wird es von uns als FPÖ Wien im Wiener Rathaus den erbittertsten Widerstand geben. Abschließend noch, es handelt sich ja bei den beiden mutmaßlichen Tätern um Afghanen. Auch der dritte Täter, nachdem jetzt gefahndet wird, soll ein Afghane sein. Jetzt gab es im Vorjahr über 4.400 Straftaten von Afghanen. Gibt es Ihrer Meinung nach generell ein Problem mit dieser Gruppe? Also wenn man sieht, dass gerade in diesem Bereich es überproportional Straftaten gibt, hat man genau mit den Afghanen ein Problem, aber nicht nur mit denen, sondern auch mit einigen anderen. Und wenn man hört, dass es eben 4.000 straffällige Afghanen gibt, ja, dann gäbe es, wenn die FPÖ was zu sagen hätte oder wenn ich auch Innenminister werden würde, 4.400 Afghanen innerhalb kürzester Zeit weniger, weil man die sofort außer Landes bringt. Kann ja nicht sein, dass die hier bei uns stehlen, vergewaltigen, morden, rauben, aber dennoch weiter bei uns bleiben. Das ist doch ein Versagen der politischen Kaste, der politischen System von der ÖVP, von den Grünen angefangen bis hin in Wien zur SPÖ und zu den Neos. Herr Nepp, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit unseren beiden Kult-Insidern, Peter Westenthaler und Josef Czap. Und mit den beiden spreche ich natürlich heute auch über diesen tragischen Mordfall Leonie und über die politischen Hintergründe und vor allem die politische Verantwortung. Wer ist denn Ihrer Meinung nach in die Verantwortung zu ziehen und wie könnte man die Abschiebepolitik, die Asylpolitik in Österreich verbessern und auf neue Beine stellen? Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen aber auch über den SPÖ-Parteitag und das desaströse Ergebnis von Pamela Rendi-Wagner. Wird vor allem spannend, was Josef Czap dazu sagt. Er war ja selber als Delegierter am Parteitag. Und wir sprechen über Corona. Ab morgen kommen ja Lockerungen, nicht in Wien. Da wird sogar teilweise verschärft. Aber im Rest von Österreich und über die Sorge oder vielleicht auch Nicht-Sorge der Delta-Variante. Gleich mehr dazu mit Peter Westenthaler und Josef Czap.